Alter Leute, was geht denn mit euch ab? Also ich weiß ja inzwischen, dass ich sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekomme, wenn es darum geht, dass ich euren Account bewerten und darauf reagieren soll. Und jetzt hat es dieser Kandidat diesmal geschafft. Er hat mir nämlich gesagt, dass sich auf seinem Account was richtig Spezielles findet. Und nicht nur eine Sache oder zwei Sachen, sondern mehrere Sachen. Und ich habe ihn dann gefragt, yo, was ist es denn? Komm, spoiler mich mal. Aber nein, er wollte mich einfach nicht spoilern. Und deswegen schauen wir uns heute gemeinsam diesen nicen Fortnite-Account an und reagieren drauf, Leute. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Lasst auf ihren Like da und ein Abo, wenn du der Nächste sein willst, dem ich seinen Account bewerten soll und drauf reagieren soll. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir hier auf jeden Fall schon mal einen Skin. Aber mir fällt gerade nicht ein, von welcher Serie dieser Skin ist. Schreibt zwar in die Kommentare. Warte. Nein. Nein, es war nicht SpongeBob, oder? Nein, nein, nein. Egal. Schreibt's mir in die Kommentare, Leute. Ich hab's gerade vergessen. Es liegt mir auf der Zunge. Irgendwas mit D, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieser Skin sehr, sehr nice. Er hat 50 V-Bucks am Start, aber ist in dieser Season erst Level 2. Was richtig, richtig komisch ist. Aber egal. Wir gehen mal auf die Karriere und checken das Kontolevel ab. Kontolevel 1310. Über Level 1000, wisst ihr, ist ultra, ultra fresh. Wir gucken mal, wie viele epische Siege dieser Kandidat geholt hat. In Solo hat er 10 epische Siege geholt, in Duo 33 epische Siege und in Teams 119 epische Siege. Das heißt, er ist eher ein Teamspieler. Finde ich sehr, sehr nice, denn No-Skins halten zusammen. Ihr wisst schon Bescheid, Leute. Wir gehen mal zurück und jetzt auf den Spind, denn das interessiert mich jetzt am meisten, Leute. Mal gucken, ob wir gespoilert werden. Wir sehen hier einen Galaxy Gleiter. Oh, oh, den Ponyritt sehen wir hier. Ich dachte, du willst mich nicht spoilern, Bro. Okay, er hat den Ponyritt am Start. Aber sonst sehe ich hier nichts, was mich irgendwie spoilern könnte. Ich würde sagen, wir checken die Banner erstmal ein bisschen genauer ab. Holy moly, sind sehr, sehr viele Banner hier am Start. Wir scrollen hier erstmal runter und mal gucken, was wir hier so finden. Ist hier irgendwas Spezielles drauf? Irgendwas Krasses? Wir sehen hier die OG Double Pump. Dann sehen wir hier den blauen Knappen als Banner. Ist der OG Battle Bus Banner drauf? Nee, anscheinend nicht. Nein, aber der blaue Knappe weist schon darauf hin, dass dieser Account richtig, richtig krass werden könnte, Leute. Ihr wisst Bescheid, wir gehen jetzt direkt mal zu den Musikschallplatten und schauen mal. Er hat original klassisch und sogar favorisiert das Ganze. Gefällt mir, Bro, dass dir auch diese Musikschallplatte selbst gefällt, so wie mir auch. OG Remix ist leider nicht drauf. Sehr, sehr schade. Insgesamt 48 Stück. Ist jetzt nicht viel, ist auch nicht wenig. Aber wir gehen jetzt direkt zu den Ladebildschirmen. Bei den Ladebildschirmen angekommen, gucken wir mal. Insgesamt 186 Ladebildschirme. Natürlich interessiert mich jetzt, ob die aus der Season 3 schon drauf sind. Mal gucken, mal gucken. Keine Ergebnisse gefunden. No way. Season 4 auch nicht, Season 5 auch nicht, Season 6 auch nicht. Season 7 sind seine ersten freigeschalteten Ladebildschirme. Das verwundert mich jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat, aber der Account kann trotzdem OG sein. Also er kann sich ja früher einen OG-Skin gekauft haben können, aber nicht aktiv gezockt. Ich weiß es nicht, aber hier, zieht euch das mal rein. Schädeleinheit. Der gefällt mir. Oh ja, der gefällt mir. Jetzt sind wir auch schon bei den Lackierungen angekommen. Bitte ist die Magma-Lackierung. Im letzten Video habe ich ja gefragt, welche ist meine Lieblingslackierung? Und ihr lagt alle richtig. Die Magma-Lackierung, die sieht halt einfach so nice aus, Leute. Und er hat sie sogar. Das ist krass. Insgesamt 102 Lackierungen. Und hier sind richtig Fresher am Start. Aber anhand der Lackierungen kann man eh nicht sehen, ob jetzt hier was OG ist oder nicht. Es gibt zwar sehr, sehr seltene Tarnungen, aber die hat man selbst nicht so auf dem Schirm und die kennt auch keiner. Deswegen wird hier auch direkt die Magma-Lackierung auf alles angewendet. Jetzt kommen wir auch schon zu den Kondensstreifen, Leute. OG-Flammen, komm schon, OG-Flammen. Er meint ja irgendwas Spezielles. Mehrere spezielle Dinge. 65 Kondensstreifen, aber ich sehe hier nichts aus Season 3. Sag mir nicht, deine ersten Kondensstreifen sind jetzt auch aus Season 7. Nee, Season 5. Okay, Cashflow. Cashflow. Richtig, richtig komisch. Also ich bin jetzt echt gespannt, was diese speziellen Dinge sind, Leute. Ich denke, ihr auch. Und wir gehen jetzt einfach mal zu den Emotes. Vielleicht ist da was Spezielles drin, Leute. Und wir sehen hier unten Partywut vom
Travis Scott Set. Wir sehen sogar ein Travis Scott Spray. Oh mein Gott, nein, oder? Sag mir nicht, das ist das, was ich denke, Bro. 137 Emotes. Er hat Widow's Pirouette. Okay, das sind echte Anzeichen für einen krassen OG-Skin. Okay, wie viele Kronensiege sind hier drauf? Ich denke mal 0. Naja. Ja, 0 sind hier drauf. Ist aber nicht so wild. Wir sehen Tentakelüberraschung. Ein sehr, sehr seltener Emote. Ihr müsst mal nachschauen, ob ihr den habt, Leute. Sehen wir hier noch irgendwas Krasses? Wir haben Ponyritt schon gesehen. Da wurden wir sehr, sehr gespoilert. Und zwar hier, Leute. Dann haben wir unmissverständlich, auch sehr, sehr selten, aus dem Season 7 Battle Pass. Wish Loser Dance ist hier drauf. Und jetzt würde ich sagen, wir sortieren das Ganze einfach. 137 Emotes. Mal gucken, ob hier noch was Krasses dabei ist. Tanzschritte. Dann haben wir hier Ponyritt. Also leider kein Season 2 Battle Pass. Okay, egal. Season 3, auch nichts Krasses. Season 4, komm schon. Boogie Down ist auch krank. Ist selten, Leute. Inzwischen kann man sagen, dass das auch ein OG-Tanz ist, Leute. Ja, Season 5 nur ein Emote. Okay. Ich glaube, die seltenen Dinge habe ich gerade eben schon angesprochen, Leute. Ja, bei Season 8 fangen die an. Widow's Pirouette und die ganzen anderen Dinge. Ich würde sagen, jetzt kommt ein kleiner Cut und dann sehen wir auch schon die ganzen seltenen Emotes. Also ich muss sagen, so sieht der Account schon richtig OG aus. Zieht euch mal diese seltenen Emotes rein. Okay, es wird wild, Leute. Wir kommen auch schon zu den Gleitern. Alter, das ging ja richtig schnell. Wir sehen hier Herzenspannweite. Season 7 Valentinstagsgleiter umsonst bekommen. Nie wieder reingekommen. Holy moly, und bald ist ja sogar wieder Valentinstag. Vielleicht erwartet uns da auch irgendwas Kostenloses. Also immer schön online kommen, Leute. Koaxialblau, ein PlayStation-Gleiter. Habe ich selber nicht, weil ich keine PlayStation habe. Erst vor kurzem habe ich mir eine gekauft, Leute. Wir gehen hier mal weiter. Ich glaube, der PlayStation-Gleiter ist der seltenste, den er hat. Bin ich mir sicher? Ja, sehr, sehr sicher. Ich sehe hier sonst nichts Krasses. Also ich bin echt gespannt, wann die krassen Sachen kommen. Und ich glaube, dieser Gleiter hat irgendwas damit zu tun. Aber ich würde sagen, von den 102 Gleitern, die er hat, sind 5 favorisiert. Okay. Nichts Krasses sind wahrscheinlich Gleiter, die ihm gefallen. Und ich würde sagen, Koaxialblau ist hier der fresheste und eine der seltensten, die er hat auf seinem Account. Wir sind jetzt auch schon bei den Spitzhacken angekommen. Insgesamt 112 Spitzhacken. Jetzt muss ich meine Augen richtig öffnen, Leute. Ist hier irgendwas Seltenes? Komm schon, irgendwas. Zeig es mir, bitte. Komm schon. Oh, okay. Wir haben Octane-Schläger drauf. Habe ich selber auch nicht. Und ist hier, glaube ich, auch die seltenste Spitzhacke auf dem Fortnite-Account. Ja, muss es sein. Okay, Spektralhacke ist leider nicht mehr selten. Octane-Schläger ist hier die krasseste Spitzhacke, Leute. Sehr, sehr wild. Ich würde sagen, Backblinks hat der 161. Können wir geschwind mal durchscrollen? Oh, wow. Er hat das komplette Set? Nicht sein Ernst, Bro. Er hat das komplette Rocket League Set? Digga, das ist krank. Also ich bin jetzt echt gespannt, was hier so krass war. Okay, also Backblink, Tänze, Lackierung und so sind halt auch schon krass. Also es ist eine 6 von 10. Jetzt muss noch ein krasser Skin dabei sein. Wir klicken mal auf die Skins direkt nach komplett oben. Und mir fällt schon auf, Leute. Er hat einen der seltensten Skins in ganz Fortnite. Holy moly. Ihr könnt es wahrscheinlich auch selber schon sehen. Und wir sehen hier unten OG Black Widow. Dazu gehört auch Widow's Pirouette, der Emote, Leute. Wenn der Skin nicht inzwischen schon wieder reingekommen ist, weil Fortnite denkt sich ja gerade immer, ey, wir bringen OG-Sachen rein. Aber Leute, nein. Okay. OG Black Widow ist drinnen. Sehr, sehr nice. Wir gucken mal runter. Ganz viele Dragon Ball Skins. Ah, Dragon Ball war's. Ich bin so lost. Hier steht's ja auch Dragon Ball Z. Ey, mir ist einfach nicht eingefallen, Leute. Ghoul Trooper? Ist der OG? Nein, leider nicht. Fake Fuckel-Spezialistin ist hier drauf. Skull Trooper? Leider auch nicht OG. Sehen wir noch irgendwas? Wir sehen hier PlayStation Skin, Wolkenpilotin. Okay, dann haben wir hier den Finanzchef. Fallobst, Hashtag Free Fortnite. Nochmal Cybersoldat, auch ein PlayStation Skin. Fischi, nochmal Punktpatrouille, auch PlayStation Skin. Genauso wie hier Kohlefaser Kommando. Also sehr viele PlayStation Skins, fast alle sogar. Blaumütze fehlt aber noch. Sehr, sehr schade. Jonassy ist hier auch drauf. Benny Boy. Okay, Leute. Und ich kann euch nur raten, dieser Account
ist wirklich eine 8 von 10. Und ihr müsst immer in den Itemshop gehen, Leute. Achtet da drauf, denn hier sind immer Sektionen, die heißen, Leute, mindestens ein Jahr im Tresor. Diese Sachen waren mindestens ein Jahr im Tresor oder sogar über ein Jahr im Tresor. Auch die hier und die hier auch, Leute. Die müsst ihr euch unbedingt gönnen. Natürlich, Leute, supportet mich mit dem Creator-Code Flakes. Würde mich extrem freuen, Leute. Also achtet da drauf. Ja, den Skin. Ja, den Account habe ich jetzt bewertet. Sehr, sehr fresher Account. Lasst auf euren Like da und ein Abo, wenn ich auch euren Account vorstellen und bewerten soll. Kuss geht raus. Euer Flakes. Ciao.